Und da sind wir auch schon wieder mit einer Cutscene. Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Miranda. Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein. Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich! Du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter! Auf ewig verbunden im Blut. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Die Alte ist wirklich nicht ganz sauber. Aber okay. Wir haben es geschafft, Heisenberg zu töten. Und unser letzter Gegner ist anscheinend Mutter Miranda. Aber auch das sollten wir hinkriegen. Wobei ich Heisenberg jetzt sehr stark fand. Und dann denke ich, wird das die letzte Folge oder die vorletzte Folge vielleicht. Das werden wir sehen. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay, kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang.
Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Roger. Okay. K-9, ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war's noch gleich? Die Wüste? Oha, Leute. Ethan ist also tot. Jetzt müssen wir nur noch Rose finden. Was haben wir? Wir haben die USM AI, die Dragoon, ein Lasermarkierer, Handgranaten, die Karambit, Zneispritze und genug Munition. Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, ja. 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. So, wir sind also jetzt Chris. Wir haben wunderschöne Waffen. Und jetzt geht's anscheinend in den Endkampf. Ist auch cool. Und also entweder wird es jetzt wirklich, wie gesagt, die letzte Folge oder die vorletzte Folge. Da müssen wir gucken. Hey Alpha, sieh mal. Oh, schönes Scharfschützengewehr. BSAA. Die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon ein Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Das ist sehr, sehr nett. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Lass los. Das gefällt mir. Aber nichts mehr aufnehmen anscheinend. Bist du gut sicher raus? Bestimmt. Können noch mal ein bisschen durchgucken, aber ich glaube, das bringt nichts. BSAA-Fahrzeug gesichtet. 2 Wachen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Nice. Wir können wirklich nichts machen anscheinend. Dann ist das so. Alles liegt was in Schutt und Asche. Das ist alles. Guter Myzet. Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Na los, sagt er einfach. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Die Infektion ist schon versprüht. Sehr gut. Das sind Waffen, die wir gebraucht hätten. Boss, ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang.
Verstanden. Hier, Tundra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Alter, so viel Munition. Überlegt mal, wir hätten das alles gehabt. Ach hier, 07, 08 und 04. Das waren noch Zeiten. Okay. Gehen wir halt einen anderen Weg. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich. 200 bis Zielposition. Okay. Aua. Von einer Mutamizilkolonie dieser Größe habe ich noch nie gehört. Oh. Warte kurz. Sehr gut. Und ausreichend Munition. Kurz. Danke. Oh, sag mal. Kommt ihr denn jetzt alle her? Für Rose. Wartet kurz. Überraschung. Alter, was machst du hier? Yoga? Wird sie denken, sie sei in der Hölle gelandet. Alter, voll konzentriert hier gerade, deswegen rede ich nicht so viel. Bin auf Zielposition.
Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Yeah, mitten rein. Und jetzt? Muss nachladen. Warte kurz. Oh nein. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Oh nein, ich habe keine Granaten mehr. Na komm schon. Wartet. Oh, sag mal. Das wird doch niemals was. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Wow. Sag mal. Halt einfach mit dem Laser drauf. Den Rest erledigt. Ja, warte doch mal kurz. Ah, wie synchron. Sehr schön. Puh. Leute. Könnt ihr euch noch erinnern? Wo der Anfang war? Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Wunderschön war. Ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und... Es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Okay. Na klasse. Was den Megamyzeten, was? Mir macht ja alles zu schaffen. Ich brauche deine Hilfe. Los, wo ist denn deine Hütte? Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay, auf dem Weg. Ich bin gleich bei dir. Aua. Oh. Markiere das Ziel per Laser.
gefällt mir das. Ich muss auch nach Landmark kurz. Das war's, mein Freund. Nichts mehr. Ich gehe weiter. Was von euch? Bleibt oben. Alter Falter. Das war, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Denn hier lang? Ach, da. Frage: Wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen, vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Oha, schaut es euch an. Der Megamizet. Alpha Antem. Ich bin jetzt bei Megamizet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein Zwei-Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkaff platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Die Frage ist, wenn Chris es ihm gesagt hätte, wären wir denn auch noch so voller Euphorie gewesen? Das muss Mirandas Labor sein. Proband Salvador Moreau. Kadu-Kompatibilität schlecht, Hirnfunktion unerwartet schlecht. Das Kadu hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel, als Hülle für Eva nicht geeignet. Proband Alkina Dimitrescu. Kadu-Kompatibilität äußerst gut. Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis: Wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Heisenberg. Proband Karl Heisenberg. Kadu-Kompatibilität außerordentlich gut. Hirnfunktion normal. Besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar.
aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Proband Donna Benevito. Kadu? Gut. Hirnfunktion normal, aber schwere Geisteskrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutamycin infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadu an ihre Puppe verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle nicht geeignet. Hallo, Kleiner. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Tja. Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarung, die mir während meines Besuchs in Ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution verwirklichen könnte. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugungen von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie lebwohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor, ein in Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen, nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig Ihr Schüler, Oswald E. Spencer. Aha. Auf jeden Fall sehr interessant. Und ich würde sagen, ich mache hier nochmal. Hier? Ich glaub's nicht. Einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.